Ist ja selbsterklärend. So, jetzt fahren wir nochmal in dem Trabi mit neuer Einstellung. Wir sind ganz gespannt. Zumindest du bist gespannt. Man fährst eigentlich rückwärts und rückwärts. Nee, fast so, oder? Ja. Warum tust du nicht im dritten rein? Weil ich am ersten. Ich gewöhnt bin. Ich bin ein Hammel. Der Gewohnheitstier ist. Fährst du über den Stecker? Tue ich nicht. Nicht? Nee, fährst du nicht über den Stecker. So. Wir fahren hier aus der Hofinfo raus. Merkst schon, ne? Ja. Hast du gemerkt, oder? Ja, ein bisschen. Jetzt geht's da runter, wie dieser Vorsicht. Ich habe ihm jetzt hier Leistung eingestellt. Kann man den Sitz weiter hinterschieben? Nein, leider nicht. Du bist auf maximaler Range für einen Trabi. Die Trabis haben eine kurze Schiene. Ich würde die Schiene weiter hinter schauen. Das machen wir, haben viele gemacht, die größer sind. Aber versuch das mal, wenn hinten der Kasten ist. Ja, den Kasten hätte ich weiter hinter schauen. Oder ein Loch in den Kasten, dass der Sitz hinter geht. Keine Chance, weißt du nicht? Der ist super fest mit dem Rahmen verschlossen. Jetzt habe ich noch gar nichts gesehen hier, der Dachhimmel. Und ein Faltdach bis hinten hin. Wahnsinn. Mhm. Extrem geil. So. Genau. Boah. Sunshine Reggae. Yes, sir. Sommer, Sonne, Kaktus. Fahr zu, den schnupfst schon. Das ist jetzt ein neues Auto, wirst du sehen. Bist du dritt, ne? Das ist der dritte jetzt. Jetzt gib Gas. Merkst du es? Ja, der ist wieder um einiges besser. Ja, klar. Aber der ist ziemlich lang übersetzt hier, der dritte. Yes, sir. Schnell sind wir schon. Wahnsinn. Das ist Vollgas. Dritter Gang, oder? Fast zu schnell, oder? Zu schnell? Muss man langsam machen. Wir müssen 50 werden. Ach, Scheiße, hier blitzt eh keiner. Gib Gas. Ich hab da keinen Bock auf Blitzen. Bei uns haben sie Blitze überall stehen im Schwäbischen. Ja, ich weiß, aber nicht hier. Jetzt geht's wieder bergauf hier. Geht nicht immer so geil. Das ist nur der dritte Gang. Ich hab noch einen. Ja. Brauchst nicht. Ah, jetzt merkt man, jetzt geht er langsam. Ja, weil du Tesla-Batterien hast, die haben nicht so viel Spannung. Na ja, aber. Ja, dafür zu Gold. Aber da bist du mehr als zufrieden mit. Ja. Ist jetzt immer Vollgas, oder? Was? Musst du mal ein bisschen dann runtergehen. Wenn du da und Vollgas fährst du die ganze 25 kW oder was? Oder was siehst du über dein. Achso, siehst du wieder nicht dein Display da. Wie viel kW hat er? Musst du 25 kW haben. Ich höre das Klackern von da, so wie es die Tachowelle. Ja, das kenne ich. Der Wagen ist so leise. Macht mein T2 auch. Und mein 4500er. Hier, Drehung. Boah, der zieht, ey. Jetzt kannst du umdrehen. Was knackst hier? Weiß ich nicht. Fahren wir im zweiten los. Wo der durchdreht. Das Jucken. Jetzt geben wir Vollgas. Auf und. Ja, doch, drin oder nicht? Hier der steile Berg. Krimmst dich aus, man dritten rein. Dann geht er wieder. Schnell fahren, so. 2.60. Dass das Schwungrad zerreißt bei 8000. Das ist ausgewuchtet. Ja, das läuft ganz ruhig. Läuft echt ruhig. Machen wir einen dritten rein. Und machen einen vierten rein, Mann. Der vierte. Machen wir einen vierten rein. Ah, jetzt zackt er wieder. Zack. Boah, jetzt gehe ich aber gerade den Führerschein verlieren. Ja, fahr zu, da ist nichts. Ja, aber der bergauf, gell, 90. Boah, der nähert sich der 100 Kilometer Marke. Bergauf, das ist echt ein steiler Berg hier. Brutal. Ja, passt, geht besser als vorher. Erheblich. So, das war's. Das war die Story vom Trabant. Okay.